Wir brauchen Geld! So oder so ähnlich hört sich das an, wenn Leute mit Arena Breakout Infinite anfangen und mit ihrem Startkapital dann irgendwann runter auf Null gehen und sich fragen, ja, wieso kriege ich denn kein Geld? Also fassen wir kurz drei Punkte zusammen. Erstens, ein gutes Loadout, Budget Loadout, wie teuer sollte man reingehen? Zweitens, wie kriege ich Geld durch den Handel, kaufen, verkaufen und so weiter? Und drittens, das Wichtigste wahrscheinlich, wie kriege ich auf der Map guten Loot? Fangen wir mit dem Loadout, und zwar gibt es eine schöne 10%-Regel. Geht mit 10% eures Loadouts, eures Gesamtvermögens rein. Das heißt, dass ihr dann praktisch 10 Runden machen könnt. Und wenn ihr 1, 2, 3 Runden sterbt, 4 Runden, dann müsst ihr euch nicht die großen Sorgen machen, weil ihr wisst, dass ihr entsprechend noch oft reingehen könnt. Zu empfehlen ist hier ein Tier 3 Loadout, wenn ihr 500.000 Startkapital habt. Das Tier 3 Loadout fängt an mit der Rüstung. Das ist eine Kombinationsrüstung zu 4.600. Die Preise variieren natürlich ständig hin und her, es ist ungefährer Wert, entsprechend der Tier 3 Helm für 5.800 in dem Fall. Auf diesen Helm kommt ein Face Shield für ungefähr 7.000. Absolut essentiell sind auch Kopfhörer, hier das Com 1 für 3.000. Und falls ihr gerade keinen Rucksack habt, dann kauft euch einen in dem Fall für 1.500. Dazu noch einen Painkiller, eine Heilung und eine Bandage. Und dann fehlt nur noch die Waffe mit Magazinen und Munition. Es ist natürlich immer gut, Waffen zu spielen, die man findet, um da ein bisschen Geld zu sparen, aber wenn ihr euch eine bauen wollt, empfehle ich euch die AK-74N, weil sie günstig zu modden ist und auch gute Munition von Anfang an hat. Die AK-74N lässt sich super leicht modden, und zwar fangen wir mit dem Pistolengriff an. Hier machen wir den LWT-Griff drauf, LWT-AK für 800. Bei dem Schaft ist wichtig, dass wir den AK-Schaft nehmen, der hat diese Gravur, diese Einbuchtung in der Mitte. Wenn ihr noch nicht drauf habt, bitte unbedingt drauf machen, denn auf diesen Schaft kommt dann dieser Gummipropfen drauf hier, AK Stock Recoil Pad, und der verbessert die Werte nochmal ungemein, und damit haben wir den Schaft gemoddet. Als Muscle Break nehmen wir das AK-74F, bereits ein sehr, sehr gutes Muscle Break. Wenn ihr die Waffe kauft, ist es bereits drauf. Wenn ihr die Waffe gefunden habt, macht unbedingt das AK-74F drauf, extrem günstig, 800 und gut. Und um ein Visier drauf zu machen, machen wir noch den Deckel neu, und zwar machen wir das AK Custom Rail Dust Cover drauf. Damit habt ihr sozusagen eine Schiene oben drauf und könnt ein Visier anbringen. Da wir Budget bleiben wollen, zeige ich euch nochmal ein gutes Budget-Visier. Ich persönlich spiele sehr gerne das PK06, muss man dazu sagen. Aber für Budget machen wir das Cross, diese Cross-Schiene drauf. Und auf die Cross-Schiene selber packen wir das Treeflex-Seil. Das kostet nämlich nur 2.700. Gibt euch ein schönes, sauberes Visier. Und damit ist die Waffe komplett fertig. In dem Fall für 10.500 Kön. Zum Schluss nehmen wir noch zwei Magazine dazu und die Munition. Und hier ist jetzt Folgendes wichtig. Das Level der Munition bestimmt die Penetration durch die Rüstung. Das heißt, Level 2 Munition penetriert Level 2 Rüstung. Level 3 Munition penetriert Level 3 Rüstung. Am Anfang haben die Spieler oft Level 2 Rüstungen an, manche haben schon Level 3 Rüstungen an. Das heißt, Level 3 Penetration ist essentiell. Einige Spieler werden auch schon mit Level 4 Rüstung angehen, was euch auch zu empfehlen ist langfristig. Es wird aber unser Budget sprengen, deswegen Level 3 Rüstung und Level 3 Munition. Bei der AK-74N ist das die 5.45 x 39 pp Munition. Die kostet jetzt gerade hier in dem Beispiel 122 pro Kugel. Und wer das nicht glaubt, dass dieses Loadout gut funktioniert und auch wirklich was bringt, den zeige ich jetzt nochmal einen kurzen Clip mit dieser AK-74N und diesem Loadout. Ich habe eine Idee. Ich kann nicht rennen, er hat mich erwischt. Wir haben alle drei. Let's go! Kommen wir zu dem zweiten Punkt, und zwar ist das der Handel. Und zwar ist es so, dass wir generell Items kaufen und verkaufen können. Wir können praktisch alles, fast alles verkaufen. Ich mache es immer so, Items über 2000 haue ich in den Handel raus, damit ich entsprechend mehr Geld mache. Aber hier ist Folgendes wichtig, und zwar bei den Händlern, bei Context haben wir den Deke Vincent. Und dieser Deke Vincent hat eine besondere Option, der hat nämlich alle paar Stunden seltene Items zur Verfügung.
Diese Items sind komplett random, können alles Mögliche sein. Und besonders hervorzuheben ist hier die Munition. Also ich empfehle hier in 90% der Fälle immer die Munition zu kaufen. Ihr könnt praktisch schauen, was die Munition wert ist, wenn man sie im Handel kaufen würde. Und wie viel der Tausch kosten würde, wenn ihr diese Munition hier bei Deke Vincent tauscht. In der Regel ist es so, dass ihr richtig viel Gewinn machen könnt, wenn ihr diese Ware bei Deke Vincent nimmt, also erbartert sozusagen, ertauscht und dann auf dem Markt raushaut. Da sind riesige Gewinnspannen teilweise drin. Vergleich ruhig mal alle Produkte, die ihr habt. In der Regel ist es ja nicht so viel. Das sind 12 Produkte. Guckt euch das Ganze an. Was sich meistens immer lohnt, sind Munition, Tier 5 Rüstungen, Tier 5 Helme und auch Schalldämpfer, solange es keine Schalldämpfer sind, für Pistolen oder 19mm Kaliber. Also alles, was größer ist, in der Regel sehr, sehr, sehr gut zu gebrauchen. Auf der Map Farm gibt es 2 Spawnpunkte. Einmal ganz im Westen und ganz im Osten. Es gibt jeweils 6 Spawnpunkte. Und im Westen gucken wir mal rein. Da ist das Grain Trade Center. Hier ist sozusagen um das Great Trade Center rum sind die Spawnpunkte. Das heißt, hier aufpassen, dass ihr nicht von Spielern über den Haufen geschossen werdet. Denkt auch dran, im Great Trade Center an sich wird der Hauptkampf stattfinden. Da ist in der Regel viel PvP. Und da ist auch der beste Loot. Wir haben im Erdgeschoss einen PC und die Tasche und im ersten Geschoss haben wir ebenfalls nochmal 2 PCs, einen Koffer und einen Aktenschrank. Und sehr, sehr interessant, hier gibt es nämlich die erste Tür mit einem, eine verschlossene Tür, wo wir einen Schlüssel brauchen, und zwar den Trade Center Office Key. Und hier ist der erste Tresor versteckt. Also die Tür aufschließen, den Tresor öffnen, hier ist ebenfalls ein PC noch und eine Jacke versteckt. Und dieser Schlüssel ist momentan in der Beta aktuell relativ teuer, der kostet 200.000. Es ist absolut nicht lohnenswert, wenn ihr normale Runden spielt, mit diesem Schlüssel hier reinzugehen, aber wenn ihr höhere Runden spielt, dann lohnt es sich auf jeden Fall, diesen Schlüssel zu haben und den Tresor zu öffnen. Aber schon mal als Info, wenn ihr Lockdown-Runden spielt oder Forbidden Zone-Runden, dann unbedingt diesen Schlüssel dabei haben und hier den ersten Tresor hitten. Grain Trade Center Office Key. Im Osten genau dasselbe, da ist der Hotspot die Villa. Hier wird das meiste PvP stattfinden. Das Gute im Osten ist, dass nicht alle zur Villa rennen. Auf der anderen Seite, Trade Center ist immer überlaufen. Villa ist ein bisschen harmloser. Auch hier ist es so, dass wir im Erdgeschoss einige Loot-Spots haben. Jacken, diesen Waffenkoffer, ganz cool. Und wenn wir ins erste Geschoss laufen, haben wir linke Seite einen Koffer, rechte Seite nochmal so ein Schlafzimmer mit einer Jacke und einem Aktenschrank. Und genau in der Mitte ist das Schlafzimmer. Hier brauchen wir den Schlüssel. Und zwar das Bedroom Master Bedroom Key. Hier kommt wir rein, haben ebenfalls ein PC, eine Jacke und ein Tresor. Und auch dieser Tresor, die Tresor haben wir immer die höchste Wahrscheinlichkeit für guten Loot. Auch dieser Key kostet 200.000. Auch hier lohnt es sich nicht, wenn man normale Runden macht, diesen Schlüssel mitzunehmen. Also sobald ihr höherwertige Runden reingeht, Lockdown-Runden, lohnt es sich auf jeden Fall, diesen Schlüssel immer dabei zu haben. Das sind so die beiden wichtigsten Loot-Spots. Wenn das Spiel jetzt weiterläuft, dann bewegt sich alles in die Mitte. Da haben wir einmal die Stables und das Motel. Und hier gibt es 2 offene Tresore, wo man keinen Schlüssel braucht. Der erste Tresor ist beim Motel unten unter der Autobahn. Das ist ein umgestürzter, so ein Geldtransporter. Ganz cool gemacht eigentlich. Da kann man sich hinbegeben. Dieser Tresor ist meistens nicht gehittet, also nicht geöffnet, weil er so schwer zu holen ist. Er ist halt sehr einsichtig. Von allen Seiten kann man praktisch sehen, ob da jemand hingeht. Also gerade wenn man so eine Scav-Runde macht, so eine kostenlose, lohnt sich immer, diesen Tresor zu checken. Als PMC muss man wirklich abschätzen, ob alles clean ist, ob sauber ist, dass kein anderer Spieler da ist, der euch da vielleicht gerade sieht. Und dann könnt ihr auch diesen Tresor hitten. Ist auf jeden Fall kostenlos und sollte man definitiv im Auge behalten. Der zweite offene Tresor, kostenlose Tresor, ist oben bei den Stables. Und zwar müssen wir hier in die Stables selber reingehen. Unten ist so eine Kiste, die man öffnen kann. Auch ganz gut mitzunehmen. Ansonsten geht man nach oben und hier ist direkt der Tresor offen zu sehen. Auch er ist komplett begehbar. Meistens ist es so, dass der auch noch dicht ist, also noch zu ist. Es lohnt sich auch hier immer wieder reinzugucken, ob der Tresor noch nicht gehittet wurde. Denkt dran, sowohl Stables als auch Motel ist ein Boss-Spawn-Location. Also hier kann der Boss spawnen und euch das Leben schwer machen. Und dann müsst ihr einschätzen, ob es in dem Moment Sinn macht, sich an diesen Tresor zu begeben, vielleicht mit dem Risiko vom Boss gelegt zu werden. Je nachdem, wie ausgerüstet seid und wie ihr drauf seid. Kommen wir jetzt zum Motel. Ich zeige euch jetzt mal die wichtigsten Loot-Spots, die es hier gibt. Also das ist einmal, sind das oben die ganzen Zimmer mit den Loot-Spots. Das sind alles offene Türen. Auch im Erdgeschoss gibt es mehrere Loot-Spots. Hinten einem Bereich mit dem Computer und dem Aktenschrank, im Badezimmer. Es ist ziemlich viel und generell ist es so, dadurch, dass es der Boss-Spawn ist, ist hier überall die Chance auf guten Loot. Also es lohnt sich wirklich, praktisch das Motel komplett zu durchsuchen. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, habt ihr so den Dreh raus. Ihr wisst, wo die Sachen zu finden sind. Könnt direkt hinlaufen und direkt
sozusagen an eure Koffer gehen, an die Kissen gehen. Es lohnt sich wirklich alles zu looten. Also jede Jacke, jede Tasche, überall habt ihr eine gute Chance auf ein lila oder sogar ein goldenes Item. Also die Wahrscheinlichkeit ist hier wirklich hoch und deswegen ist es auch ein hart umkämpftes Gebiet. In der Regel bewegt sich am Ende alles auf dieses Motel zu. Also auch hier müssen wir einschätzen, lohnt es sich für euch dahin zu gehen oder nicht. Zu welchem Zeitpunkt der Runde geht ihr dahin? Habt ihr einen guten Spawn, kann man direkt am Anfang hinrennen, die wichtigsten Sachen looten, wieder rausgehen. Da habt ihr verschiedene Optionen, das ist aber jetzt nicht Punkt dieses Guides hier. Denkt nur dran, dass hier guter Loot ist. Und hier das Besondere, es gibt nochmal zwei Räume, die abgeschlossen sind, ebenfalls mit einem Tresor. Der erste Raum, der hier wichtig ist, ist ganz am Rand. Das ist Room Number 201. Dieser Schlüssel kostet momentan auch ungefähr 200.000. Auch hier lohnt es sich nicht, in der normalen Runde reinzugehen. Wenn ihr den höheren Schwierigkeitsgrad wählt, also die Lockdown-Runde, dann lohnt es sich schon, diesen Schlüssel hier mitzunehmen. Hier ist eine Medizintasche und der Tresor drin. Und damit haben wir hier sozusagen den dritten abgeschlossenen Tresor. Der letzte Tresor befindet sich ebenfalls im Obergeschoss und ist der Guest Room Key, also das Gästezimmer. Hier dieser Key ist sozusagen der aller teuerste Key und das ist der beste Loot Spot auf der ganzen Karte. In der Beta ist dieser massiv überteuert. Ich habe dafür 900.000 bezahlt und ich hätte ihn auch für 750.000 kriegen können. Also so um den Dreh. Aber ihr werdet später diesen Schlüssel bei Release des Spiels wesentlich günstiger kriegen. Und hier ist einfach der beste Raum. Wir haben hier nämlich mehrere Kisten. Wir haben Taschen. Wir haben alles mögliche hier an Stuff. Ein bisschen aufpassen, der Raum ist leider geöffnet, also zur Balkonseite hin können euch Spieler und Scavs sehen, also ein bisschen aufpassen, wenn ihr euch in diesem Raum rumbewegt. Wenn ihr einmal da drin seid, dann heißt es nicht, dass ihr sicher seid. Und jetzt ganz, ganz wichtig, hier gibt es zwei Tresore, es sind direkt zwei. Einmal ein ganz normaler Standard-Tresor, den ihr hitten könnt und dann ein elektrischer Tresor, ein besonderer Tresor. Und auch hier ist es so, dass dieser Schlüssel sich nur lohnt, wenn ihr in eine schwierigere Schwierigkeitsstufe hier reingeht. Auf der normalen Schwierigkeitsstufe lohnt es sich eher nicht, aber sobald ihr Lockdown oder höher reingeht, also Stufe 2 oder höher, dann ist dieser Loot in den Tresor nochmal stark erhöht. Und gerade dieser elektrische Tresor hat schon ab Lockdown die Möglichkeit, rote Items zu enthalten. Rot ist noch höher als legendär, das sind praktisch die aller seltensten Items. Hier kann man so Sachen finden, wie zum Beispiel den Löwen und so weiter oder Vasen, also schon Sachen, die teilweise eine halbe Million wert sind. Also hier fängt das an, wirklich lukrativ zu werden. Wenn ihr jetzt ein paar lila und goldene Items rausgeholt habt, dann schaut bitte unbedingt auf den Preis beim Verkaufen. Ich nehme jetzt mal diese Schreibmaschine hier. Die kostet sowohl beim Händler als auch auf dem freien Markt 52.000. Das heißt, hier lohnt es sich in jedem Fall, das Ganze direkt beim Händler zu verkaufen, weil ihr damit keinen Verkaufsslot blockiert. Also hier unbedingt beim Händler verkaufen. Dagegen zum Beispiel dieser schöne Kelch hier, wenn wir da mal reingehen, dann sehen wir, dass der 50.000 wert ist beim Händler und 70.000 auf dem freien Markt. Und das lohnt sich dann wiederum schon eher auf dem freien Markt zu verkaufen. Also auch hier nicht alles auf dem freien Markt verkaufen, sondern wirklich gucken, wie groß sind die Unterschiede und was lohnt sich wo zu verkaufen. Ich hoffe, das Ganze hat ein bisschen geholfen. Ich habe schon mega Ideen für neue Guides. Also wenn ihr Ideen habt und Fragen habt, haut's gerne raus. Ich bin für jeden Vorschlag offen, was wir machen können. Was jetzt zum Beispiel Meta-Waffen angeht und komplette Map-Guides und so weiter und so fort. Also da freue ich mich schon. Angeblich soll es ja auch Turniere geben in Arena Breakout Infinite. Da werden wir mal schauen, was da noch alles von zukommt. Ansonsten, wir sehen uns im Livestream. Über ein Like und Follow würde ich mich sehr, sehr freuen. Das erleichtert unsere Arbeit ungemein. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage hasta luego, guten Loot und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.